Guten Tag, meine Damen und Herren. Bundeskanzler Brandt und der regierende Bürgermeister von Berlin Schütz haben die DDR aufgefordert, sich strikt an das Vier-Mächte-Abkommen zu halten. Auf dem Landesparteitag der Westberliner SPD mahnte Brandt die DDR-Führung, der Entspannungspolitik nicht nur Lippenbekenntnisse zu widmen. Der Bundeskanzler unterstrich mit Nachdruck, dass DDR-Maßnahmen wie die Erhöhung der Zwangsumtauschbeträge jenen Kern der Entspannung treffen, der den Menschen zugutekommen solle. Nach den Worten von Bürgermeister Schütz dürfe sich die DDR-Führung im Windschatten der Ölkrise nicht um ihren Beitrag zum Gelingen des Vier-Mächte-Abkommens herumdocken. Das Ostberliner Stadtgericht hat wieder einen Fluchthelfer zu hoher Freiheitsstrafe verurteilt. Der aus der Bundesrepublik stammende Klaus Mertens erhielt 11 Jahre Freiheitsentzug wegen staatsfeindlichen Menschenhandels. Regierungssprecher von Wechmar hat einen Bild-Zeitungsbericht über ein angebliches Zerwürfnis zwischen Bundeskanzler Brandt und Außenminister Scheel als total falsch zurückgewiesen. Die Bild-Zeitung bezieht sich in ihrer Meldung auf die geplante Parkreise von Bundeskanzler Brandt. Der Bund der Mitteldeutschen wünscht eine engere Zusammenarbeit zwischen Ost- und Westeuropa. Der Präsident des Bundes Kreuzer sagte auf dem Kongress seiner Organisation in Bonn, die deutsche Ostpolitik müsse nach Abschluss des Grundvertrages mit der DDR in einen größeren europäischen Rahmen gestellt werden. Für ein Festhalten an der Stabilitätspolitik hat sich der Vorsitzende des Wirtschaftlichen Sachverständigenrates Kloten ausgesprochen. Die gegenwärtigen Lohnforderungen der Gewerkschaften bezeichnete Kloten bei der zu erwartenden Konjunkturentwicklung als überhöht. Eine vorsichtige Kurskorrektur in der Stabilitätspolitik empfahl dagegen der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Stoltenberg auf einer CDU-Veranstaltung in Kassel. Der amerikanische Außenminister Kissinger beginnt heute einen 3-tägigen Besuch in Brüssel. Kissinger wird unter anderem an der NATO-Ministerratstagung teilnehmen, die am Montag beginnt. An Bord des Weltraumlaboratoriums Skylab gibt es neue Schwierigkeiten. Eine weitere Kreiselsteuerungsvorrichtung ist defekt. Sollte das Instrument ganz ausfallen, muss das Unternehmen abgekürzt werden. Die Wetteraussichten bis heute Abend. Wechselnd bis stark bewölkt, mit schauerartigen Niederschlägen, meist als Regen. Temperaturen 2 bis 8 Grad. Die nächsten Meldungen um 17 Uhr.